ist jetzt hilflos vor Patienten. Kann das Gespräch nicht richtig lenken. Ich soll eine Anamnese machen, doch ich denk an lauter andere Sachen. Ich würde gerne draußen chillen, mit Freunden in der Sonne grillen. Stattdessen muss ich drin sitzen, mit Patienten um die Wette schwitzen. Kein Plan, wird Zeit, dass ich mich traue. Ich rate einfach mal ins Blaue. Ich frage ihn nach seinen Beinen, doch er erzählt von seinen geilen Steinen. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, versuche mich zu motivieren. Ich will ihm irgendwas erschreiben, doch er lässt sich nicht von mir vertreiben. Ich sitze hier im Kliniktraum, so geht's den ganzen Tag nonstop. Feierabend ist noch nicht in Sicht. Die Anamnese macht keinen Bock, Patienten labern eh nur Schrott. Am Wochenende hab ich Nachtschicht. Auf das, was er mir hier berichtet, hätte ich so gerne drauf verzichtet. Geschichten von seinem kranken Nachbarn, ich würde viel lieber an den See fahren. Warum muss ich hier diese schieben? Wo ist Gerechtigkeit geblieben? Der Kollege wünscht mir zynisch viel Spaß, weil er heute früh nach Hause gehen darf. Ich öffnete Pandoras Kiste, fragte nach seiner Vorgeschichte. Mit 3 hat er einen hohen Hochstand, war jetzt nichts, was ich so relevant fand. Der Typ hier redet einfach weiter, erzählt mir irgendwas von Eiter. Er will mir seine Stelle zeigen, das versuch ich dringend zu vermeiden. Ich sitze hier im Klinikschrott, so geht's den ganzen Tag nonstop. Wochenende ist noch nicht in Sicht. Die Anamnese macht keinen Bock, Patienten labern eh nur Schrott. Am Wochenende hab ich Nachtschicht. Anamnese-Gespräche sind für mich eine Qual. Jedes Mal. Ich kann mir nichts merken und eigentlich ist mir total egal. Anamnese-Gespräche sind für mich eine Qual. Jedes Mal. Ich kann mir nichts merken und eigentlich ist mir total egal. Ich sitze hilflos vor Patienten, kann das Gespräch nicht richtig lenken. Würde ihn so gern nach Hause schicken, doch da wird er mir vielleicht verrecken. Was muss der meine Ruhe stören? Ich kann das Leiden nicht mehr hören. Ich will ihm irgendwas verschreiben, doch er lässt sich nicht von mir vertreiben. Ich würde gerne draußen chillen, mit Freunden in der Sonne grillen. Stattdessen muss ich drin sitzen, mit Patienten um die Wette schwitzen. Ich sollte einen anderen Job probieren, was wo die Leute nicht kapieren. Doch will ich weiter gut verdienen, am besten was, wo auch die Schwestern dienen. Das Leben ist schwer als Humani, bin lieber faul und werde zani.